Hallo, es ist Philipp Haas und ich wurde gefragt, wie kann man sich denn so im aktuellen Marktumfeld absichern, das heißt Short gehen, das heißt, dass man von fallenden Kursen profitiert, was generell natürlich langfristig eine blöde Idee ist, da langfristig Aktien steigen, aber es kann halt durchaus mal Sinn machen, sein Portfolio dadurch abzusichern, Risiken rauszunehmen, wenn man zum Beispiel Aktien hat, wo viel Gewinn draufsteht, wenn man die jetzt verkauft, würde man Steuern zahlen oder finde ich auch weiterhin langfristig gut, aber man will einfach kurzfristig die Schwankungen ein bisschen rausnehmen und das kann man über verschiedene Methoden machen. Gibt es irgendwie Derivate etc. Aber ich finde zwei Sachen, die ich selber nutze und auch jetzt in der Krise genutzt habe, am besten neben Cash, um sich abzusichern. Das ist einerseits, werde ich euch gleich zeigen, Short-ETFs und dass man direkt Aktien verkauft, was über verschiedene Broker geht. Aber schauen wir uns mal an. Wir sehen hier mein Wikifolio gründergeführte Unternehmen, wo ich habe das ja ein bisschen Hedgefonds-Strategien genannt. Das heißt, hier investiere ich in alle möglichen Sachen, kann auch in Derivate gehen, was ich aber inzwischen eigentlich gerade gar nicht getan habe, sondern ich habe hier ein bisschen Aktien drin, aber ich bin hier in Short-ETFs gegangen, sehen wir hier, und habe auch ein bisschen Gold drin. Ja, und da bin ich gerade im DAX auch schon ziemlich im Plus und was halt zum Absichern beiträgt. Und ihr seht, dieses Wikifolio ist in der Krise sogar an gewonnen, ja, seit Anfang des Jahres, was natürlich ganz attraktiv ist. Habe ich bei den anderen weniger gemacht, weil ich eigentlich dort halt nicht die Performance durch solche Short-Sachen verfälschen will, weil das natürlich ein bisschen gegenüber dem ETF unfair ist, weil ich das so outperformen möchte. Aber ich habe zum Beispiel in meinem Buy-and-Hold-Depot habe ich diesen ETF auch gekauft, weil der DAX ist ein sehr, sehr schlechter Index und gerade in der Krise kann man damit sein Portfolio ganz gut absichern. Das heißt, das ist ein ganz normaler ETF, den man kauft mit einer ISIN-Nummer. Der ist jetzt sogar zweifach. Das heißt, wenn der DAX 2% fällt, dann sollte man um die 4% Rendite machen. Mit 0,6% Kosten ist es auch noch in Ordnung. Ihr seht hier auch auf Just ETF findet ihr die ISIN, könnt ihr normal kaufen wie eine normale Aktie. Langfristig ist es natürlich nicht so clever, ja, weil langfristig machen Aktien gute Rendite, aber kurzfristig macht das, wie gesagt, Sinn. Ich habe auch noch, wie gesagt, diesen hier auf Short auf den S&P 500, weil auch in den USA noch einiges passieren kann. Insgesamt bin ich in meinem Buy-Hold-Depot natürlich long, aber ich habe halt doch, weil das halt eine Sondersituation war, doch ordentlich Cash aufgebaut und habe bestehende Positionen halt ein bisschen durch diese ETFs abgesichert. Was ich aber auch mache in meinem Hauptdepot ist, dass ich direkt in Aktien short gehe. Habe ich ja auch ein Video zu gemacht, wo man auch dann wirklich aktiv Geld verdienen kann. Und generell in so einem, zum Beispiel im DAX, finde ich ja die S&P zum Beispiel eine gute Aktie oder im S&P 500 sind viele gute Aktien. Wenn ich mit dem Index short gehe, dann verkaufe ich die ja auch. Und auf die habe ich ja eigentlich eine langfristig gute Meinung. Wenn ich auf Einzelaktien short gehe, da gibt es ja verschiedene Sachen, wo ich sage, das ist eine schlechte Firma, die ist überbewertet. Gerade in so einer Krise geht es dann schnell. Und dann kann man das natürlich nochmal besser absichern oder sogar auch im Seitwärtstrend aktiv Gewinne machen. Das geht zum Beispiel mit dem Linksbroker, der auf Interactive basiert. Es hat aber ein deutsches Interface. Da habe ich auch mein Nebenwerte-Echtgelddepot. Also wenn ihr direkt in Aktien short gehen sollt, hier habt ihr auch einen deutschen Kundenservice, findet ihr den Link in der Beschreibung zu diesem Video. Da kann man einfach so ein Online-Broker-Konto bei Links eröffnen und dann auch direkt in Aktien short gehen. Aber richtet sich jetzt nicht so an Anfänger. Das heißt, man sollte ein bisschen Erfahrung mit den Märkten haben. Wenn man sonst nichts macht, dann würde ich das eher über einen bestehenden Online-Depot machen und vielleicht, wie gesagt, so ein Short-ETF kaufen. Jetzt wahrscheinlich ist es auch schon zu spät, aber ich wollte euch einfach nur mal vorstellen, dass es halt diese Tools gibt, bevor man halt seine ganzen Gewinne rausschmeißt, kann man halt damit mal sein Depot absichern und dann vielleicht ein bisschen ruhiger schlafen. Und das sind die zwei Tools, die ich dazu nutze, um von fallenden Kursen zu profitieren oder abzusichern. Alle anderen Sachen finde ich noch komplexer oder schwieriger oder man hat dann wieder ein Risiko und würde ich auch eher von abraten. Ja? Das sind, wie gesagt, die Sachen, die ich nutze.